So ihr Lieben, willkommen zu meinem Bonusvideo und diesmal möchte ich euch zeigen, was ihr aus eurem Schlagzeug machen könnt, wenn ihr dieses im Laden gekauft habt und keinen blassen Schimmer habt, wie man es aufbaut. Fangen wir mit der Bassdrum an. Das ist die große Pauke, die vor euch meistens auf dem Boden steht. Die kann man eigentlich erstmal so aus dem Karton rausnehmen. Da sind Standardfälle drauf, die könnt ihr auch erstmal alle so lassen. Wichtig ist, dass diese Bassdrum vor eurem rechten Fuß steht. Bam! Und gerade. Das heißt, sie sollte nicht so ausgerichtet sein oder so ausgerichtet sein. Das könnt ihr mit den vorderen Schrauben alles regulieren. Ihr habt vorne an dem Bassdrum zwei Spikes, so nennen die sich. Das sind Ausleger. Die könnt ihr so einstellen, dass die Bassdrum robust und gerade steht. Das kann man mit diesen Schrauben einstellen. Und da solltet ihr darauf achten, dass diese Schrauben und dieser Abstand zwischen Boden immer auf beiden Seiten den gleichen Abstand hat. Dann steht die Bassdrum natürlich erstmal gerade und feste. Am besten ist es auch, wenn ihr sie so einstellt, dass die Bassdrum vorne ein bisschen in der Luft ist. Es sollte also vorne mit dem Spannring unten nicht auf dem Boden aufliegen, weil dann besteht die Möglichkeit, dass die Bassdrum immer, wenn ihr da drauf tretet oder dagegen tretet, nach vorne rutscht. So steht sie feste. Das ist erstmal ganz wichtig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fußmaschine. Da gibt es natürlich verschiedene Ausführungen. Es gibt Single-Pedale, Double-Pedale. In diesem Video zeige ich euch erstmal, wie man ein Single-Pedal handelt. Das ist ein Schlägel. Bei Doppelpedalen spielt man mit beiden Händen. Da sind zwei Schlägel dran. Das ist aber für euch jetzt erstmal vollkommen irrelevant. Bei diesem Pedal ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr dieses Pedal an eure Bassdrum baut, was ich euch jetzt gleich zeige, dass der Schlägel von der Höhe her immer ungefähr mittig von der Bassdrum aufschlägt. Das ist ganz wichtig. Und als nächstes kann man im Prinzip mit dieser Schraube den Winkel zum Bassdrumfell auch noch einstellen. Ihr seht, dann bewegt sich auch das Fußpedal unten. Das ist aber auch erstmal nicht so wichtig für euch. Es sollte eine Handbreite zum Bassdrumfell Abstand sein. Dann habt ihr auch ein gutes Spielgefühl und es ist relativ einfach zu handeln für euch. An der Seite, da befindet sich eine Feder, die sollte auch wirklich da sein, ganz wichtig, weil dann kommt der Schlägel zurück, wenn ihr tretet. Da könnt ihr die Spannung unten mit der Schraube einstellen. Das ist individuell. Möchtet ihr, dass der Schlägel schnell zurückkommt, müsst ihr sie ein bisschen fester spannen. Möchtet ihr, dass er ein bisschen langsamer zurückkommt, entspannt ihr die Feder einfach ein bisschen. Wichtig ist, dass die Kontermutter unten immer feste ist, dass sich der Schlägel nicht irgendwann löst oder die Feder locker wird. Ganz wichtig. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie man dieses Pedal handelt, geschweige denn an die Bassdrum befestigt. Wie ihr seht, ist unten an der Bassdrum ein kleiner Aufkleber. Das bedeutet, dass das das untere Teil ist. Und ihr könnt im Prinzip hergehen, die Bassdrum leicht anheben, die Schraube ein bisschen lösen, Bassdrum einschrauben. So, Pedal feste. Und jetzt nehmt ihr nur noch die Schraube unten und dreht sie zu. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass das Pedal schön gerade auf dem Boden steht. Dass es nicht schräg ist, sondern schön mittig auf dem Boden steht und der Schlägel in die Mitte des Fells kommt. Wie ihr seht, habe ich ein Phelem Slam von Remo draufgeklebt. Das ist standardmäßig, wenn man ein Bassdrum-Fell kauft, immer mit dabei. Und das dient eigentlich nur zum Schutz des Fells, dass es ein bisschen mehr belastbar ist, wenn dieser Schlägel aufschlägt. Ihr seht an der Stelle, es gibt eine Filzseite und eine Plastikseite. Beides spielbar. Es ist eigentlich nur eine Soundfrage. Stellt es erstmal auf den Filz ein, dann ist es nicht zu laut und nicht zu leise und ihr habt das Pedal standardmäßig eingestellt. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt die Bassdrum. Nehmen wir jetzt das Herzstück des Schlagzeuges, nämlich eure Snare. Eure Snare sieht aus. Das ist eure Snare. Die Snare gehört zwischen die Beine. Das heißt, ihr solltet immer eine Ausgangsposition haben, dass ihr mit dem rechten Fuß gerade nach vorne auf die Bassdrum tretet und die Snare dann so zwischen eure Beine stellen, dass ihr an beiden Seiten noch 2 cm oder 1 cm Platz habt und nicht immer vor die Snare knallt. Wichtig ist dabei auch die Höhe der Snare. Die Höhe der Snare ist natürlich abhängig von eurer Größe, was natürlich auch eurem Alter entspricht. Seid ihr jetzt ein bisschen kleiner, ist die Snare natürlich weiter unten. Seid ihr ein bisschen größer, ist die Snare weiter oben. Das könnt ihr individuell an dem Ständer einstellen.
Da sind ein Haufen Schrauben dran. Hier kann man zum Beispiel die Höhe einstellen. An der unteren Schraube kann man den Winkel oder die Standfestigkeit des Ständers ein bisschen regulieren. Weiter auseinander bedeutet, es wackelt nicht zu sehr. Macht ihr die Füße weiter zusammen, besteht die Möglichkeit, dass die Snare umfällt. Im oberen Bereich könnt ihr einfach nur noch den Winkel verändern der Snare. Ob ihr die jetzt gerade stehen haben möchtet oder vielleicht auch ein bisschen ja, mit Neigung in eure Richtung. Das könnt ihr dann auch individuell auf euch anpassen. Kommen wir nun zur Höhe der Snare. Die Höhe der Snare ist natürlich Geschmackssache und ein wichtiger Bestandteil für eure Technik später. Ich würde am Anfang hergehen und geht her, die Sitzposition so einstellen am Hocker, dass ihr so sitzt, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Dann habt ihr erstmal eine Grundeinstellung, die wichtig ist. Viele sitzen ein bisschen höher, manche sitzen ein bisschen niedriger. Das sind einfach nur unterschiedliche Muskeln, die dann beansprucht werden, was jetzt eigentlich erstmal noch nicht so wichtig ist. Geht einfach am Anfang her und baut das Schlagzeug so auf, dass ihr, wenn ihr sitzt, mit der Sitzhöhe angepasst, so das Bein habt, dass es parallel zum Boden verläuft. Dementsprechend könnt ihr dann auch eure Snare einstellen. Die ist natürlich dann auch erstmal immer gleich, die sollte auch nicht irgendwie ständig umgestellt werden. Das heißt also, ein Zentimeter macht da schon brutal viel aus und ihr solltet definitiv die Snare so einstellen, dass ihr euch immer leicht am Bein berührt und dann die Snare trifft. Wenn die Snare zu weit unten ist, müsst ihr von oben schlagen oder haut immer auf den Ring mit drauf. Das ist auch nicht gut fürs Material, das ist nicht gut für den Stock. Und versucht es einfach so einzustellen, dass ihr wirklich ganz leicht euren Oberschenkel mit den Händen berührt. Und dann habt ihr auch die richtige Einstellung der Snare. Und die solltet ihr euch definitiv erstmal merken. Kommen wir jetzt nun zum dritten Teil eures Schlagzeuges. Und zwar ist das die Hi-Hat. So. Das ist eine Hi-Hat. Ihr erkennt den Hi-Hat-Ständer daran, dass an der Hi-Hat-Maschine auch ein Fußpedal ist. Dieses Fußpedal kann man genauso treten wie die Bassdrum. Da solltet ihr achten, wenn ihr jetzt eine gerade Sitzposition habt, dass wirklich beide Pedale vom Winkel her nach vorne sind, entsprechend euren Füßen. Ihr solltet also nicht schräg auf den Pedalen draufstehen, egal in welche Richtung, das ist ganz wichtig. Ihr solltet gerade mit dem Fuß draufstehen. Passt das Schlagzeug an euch an und nicht euch ans Schlagzeug. Ihr habt jetzt in diesem Stadium noch Zeit, das Schlagzeug ein bisschen auseinanderzustellen. Das Pedal ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts. Wichtig ist, wie ich zu Anfang erklärt habe, dass die Snare akkurat zwischen eure Beine steht und ihr dann nicht ständig dran stoßt, sondern dass da ein bisschen Platz zwischen ist. An der Stelle habe ich natürlich jetzt erstmal die Hi-Hat-Maschine auseinandergebaut. Es gibt wichtige Einstellungen bei der Hi-Hat, dass zum Beispiel der Fuß der Hi-Hat mit den drei Auslegern, das sind nochmal diese drei einzelnen Füße, alles gerade auf dem Boden steht. Da sollte nichts in der Luft sein, es sollte nichts wackeln und so weiter. Der Ständer sollte feste sein, ganz wichtig. So, dann habt ihr natürlich auch in eurer Beckensammlung ein paar Becken bekommen. Die könnt ihr bei der Hi-Hat so unterscheiden, dass meistens auf dem unteren Becken Bottom draufsteht, das heißt unten. Und auf dem oberen Becken steht Top drauf, das heißt oben. Das untere Becken, Bottom-Becken, einfach über die Stange runterlegen. Ganz wichtig, dass der Filz unter dem Becken, dass der vorhanden ist oder vielleicht auch ein Stück Plastik. Das ist meistens aber standardmäßig alles schon vorinstalliert. Da braucht ihr euch keinen weiteren Kopf machen. Bei der Hi-Hat, ganz wichtig, ich baue sie jetzt nochmal für euch auseinander, gibt es die Halterung am oberen Teil der Hi-Hat. Das sind im Prinzip drei Teile. Einmal der obere Part, Filz, ganz wichtig. Noch ein weiterer Filz und eine Schraube, eine Konterschraube. Wichtig ist, dass der untere Filz drauf ist. Becken drüber stecken, Filz drauf, Kontermutter. Die Kontermutter hat den Grund, dass sich das Becken nicht immer löst. Es sollte richtig feste sein und dann könnt ihr mit den oberen Schrauben selber regulieren, ob das Becken ein bisschen mehr wackeln soll oder je nachdem, was ihr, wie ihr spielen möchtet,
richtig feste ist. Das Teil kommt dann einfach auf die Stange. Wenn ihr jetzt das Pedal tretet, merkt ihr, oh, da passiert ja gar nichts. So darf das, sollte das auf gar keinen Fall sein. Geht her und tretet das Pedal einen Zentimeter weit runter oder stellt es mit der Hand ein, dass die Stange ungefähr einen Zentimeter reingeht und dann dreht die Schraube feste. Dann seht ihr, wie sich das obere Becken nach oben bewegt. Da ist jetzt ein Abstand von, ich sag mal, 6 mm. Der sollte reichen. Maximal 8 bis 1 Zentimeter würde ich nehmen. Sonst ist der Weg vom Fuß fürs Pedal zu weit und das ist vom Spielgefühl her, ich sag mal, ungewohnt. Weil ihr irgendwann während des Spielens auch die Hi-Hat mal treten sollt. Wichtig ist, dass es schön geschlossen klingt. Ein sauberer Ton, der natürlich auch von den oberen Schrauben, wie feste das Becken jetzt ist, eingestellt werden kann. Das müsst ihr für euch ausprobieren, wie es euch gefällt. Wichtig ist nur, dass wenn ihr dann Schlagzeug spielt, dass der Fuß auf dem Fußpedal immer vorhanden ist. Das heißt, Hi-Hat-Pedal linker Fuß, Bassdrum rechter Fuß. Es sei denn, ihr seid Linkshänder, dann ist natürlich alles andersrum. So, nachdem die Basis da ist, Bassdrum, Snare, Hi-Hat, das ist das Herzstück, das ist das Wichtigste, genauso wie euer Hocker. Solltet ihr darauf achten, dass ihr den richtigen Hocker habt. Bei den meisten Einsteiger-Sets sind etwas günstigere mit dabei, das ist am Anfang auch okay. Aber im Laufe eures Schlagzeugerlebens solltet ihr schon irgendwann dazu übergehen, einen etwas stabileren, zweistrebigen Hocker zu kaufen, die stabil sind. Also ihr solltet darauf achten, dass die Hocker nicht wackeln und relativ stabil am Boden stehen. Und wenn ihr Lust habt, geht her und markiert jetzt an dieser Stelle schon vorne an den Spikes, die ich euch erklärt habe, an den Bassdrums, wie die Bassdrum steht, mit Klebeband oder mit Gaffer, Panzerband, je nachdem, was Vater oder wer auch immer gerade im Haus hat. Guckt mal in der Garage, irgendwas werdet ihr finden. Dasselbe macht ihr mit der Snare, der Hi-Hat und dem Hocker. Warum? Ganz einfach. Es gibt Mütter, die sind so sauber, dass sie meistens eure Zimmer dann gerne mal saugen, putzen, aufräumen und so weiter, bauen das Schlagzeug ab, saugen drunter her, bauen das Schlagzeug wieder auf und es steht wie Kraut und Rüben. So kann man das sagen. Und genau das ist der Punkt. Das Schlagzeug sollte eigentlich jedes Mal genauso stehen, wie ihr es verlassen habt. Sonst verändert ihr eure Sitzposition, eure Technik und habt irgendwann keinen Spaß mehr am Spielen. So, kommen wir nun zur nächsten Trommel, und zwar das Stand-Tom. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Stand-Tom sollte eigentlich neben der Bassdrum das zweitgrößte Tom in eurer nun vor euch stehenden Sammlung sein. Das Stand-Tom heißt Stand-Tom, weil es mit drei Füßen am Boden steht. Es gibt Hängetoms und Stand-Toms. Jetzt sind wir beim Stand-Tom. Bei dem Stand-Tom sind drei Füße dabei, die individuell der Höhe angepasst werden können. Wie ihr diese drei Füße reinschraubt, ist egal. Dabei gibt es keine Reihenfolge. Wichtig ist nur, dass ihr die Höhe an diesen Schrauben an allen drei Füßen ungefähr so einstellt, dass das Stand-Tom eine leichte Neigung in eure Richtung hat. Sprich, es sollte nicht von euch weggekippt stehen, und auch möglichst nicht so gerade, sondern mit einem leichten Winkel zu euch, weil ihr dann einfach vom Spielgefühl her das ganze Tom besser treffen könnt, ohne den Ring zu treffen. Viel wichtiger an dieser Stelle ist, je nach eurer Sitzhöhe und eurer Snare-Höhe, wie groß ihr seid, wie klein ihr seid, dass beide Instrumente, sprich die Snare und das Stand-Tom, erstmal in gleicher Höhe sein sollten. Das hat den Grund, dass wenn ihr irgendwann mal irgendwelche Übungen macht, ein akkurates, gemütliches Spielgefühl habt und nicht das Gefühl habt, ihr müsst jetzt weiter oben hauen oder weiter unten hauen. Die Snare und das Stand-Tom haltet es am Anfang erstmal auf gleicher Höhe. Es wird sich definitiv noch im Laufe eurer Karriere irgendwann mal ändern. Am Anfang geht her und macht es für beide Toms oder für die Snare und das Tom in gleicher Höhe. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Hängetoms. In der Bassdrum befindet sich eine sogenannte Bassdrum-Rosette. In diese Rosette kommen die Halter für die Toms. Ich werde euch jetzt mal einen zeigen. Das ist ein sogenannter Tom-Halter.
An diesem Tomhalter befindet sich erstmal nur eine wichtige Schraube für euch, und zwar ist das diese. Und dann gibt es noch Memory Locks. Die Memory Locks zeigen euch an, nachdem ihr es das erste Mal aufgebaut habt, wie es hinterher, wenn ihr es mal wieder abbaut, einfach nur wieder reinstecken und die Position ist dieselbe. Das heißt, es ist im Prinzip wie eine Kontermutter, die man nicht bewegen kann, dass ihr immer, wenn das Schlagzeug jetzt mal in eurem Zimmer steht und soll dann im Keller aufgebaut werden, immer die gleiche Position hat. In diesem Fall reden wir hier über zwei Tomhalter. Das ist für Tom 1. Wie ihr seht, das Memory Lock rastet ein. Ich habe es schon mal vorbereitet. Und dann dreht ihr die Schraube einfach richtig fest, dass ihr das hier nicht mehr bewegen könnt. Mit dieser Schraube könnt ihr hinterher den Winkel des Toms, die Höhe des Toms und so weiter alles einstellen. Das könnt ihr natürlich individuell machen. Ich hole jetzt erstmal den zweiten Halter. Auch hier wieder bis zum Memory Lock. Wenn ihr das Schlagzeug zum ersten Mal aufbaut, sind diese Memory Locks natürlich locker. Das erkläre ich euch jetzt gleich. Und die passt ihr dann zum Schluss an. Ich habe sie jetzt schon mal vorbereitet. Fangen wir mit dem ersten Tom an. Das ist das erste Tom. Das erkennt ihr daran, dass es das kleinste Tom ist in eurer Sammlung, was ihr jetzt gerade gekauft habt. Und ihr seht hier die Halterung des Toms. Ganz einfach auch auf die Stange drauf, bis zum Memory Lock, den ich vorher schon eingestellt habe, und festziehen. Es darf sich nicht mehr bewegen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ist euch das Tom jetzt zu niedrig, könnt ihr es hier vorne natürlich mit der Tom-Halterung oder mit der Tom-Befestigung erhöhen, hiermit noch den Winkel anders einstellen. Da gibt es natürlich dann auch verschiedene Einstellungen. Ihr könnt das Tom eher gerader machen oder halt auch weiter runter. Das passt ja einfach an eure, ja, wie ihr spielen möchtet, an. Das ist beides richtig. Wichtig ist natürlich nur, dass anhand der Einstellung auch immer das Tom getroffen wird und nicht der Ring. Weder oben noch unten. Ihr solltet akkurat an die Felle oder auf das Tom schlagen können. So, kommen wir zu Tom Nummer 2. Das ist Tom Nummer 2. Das erkennt ihr daran, es ist das mittelgroße Tom. Und da geht ihr genauso vor. Ihr steckt es einfach auf die Rosette. Macht es fest. Und die Toms sind aufgebaut. Auch auf der Seite wieder. Ihr könnt die Höhe verstellen, den Winkel verstellen. Der wichtigste Punkt dabei ist, dass der Abstand zwischen den Toms relativ gering sein sollte. Die Toms sollten nicht aneinander knallen, auf gar keinen Fall. Die sollten aber jetzt auch nicht 20 cm auseinander sein. Das auf keinen Fall. Das ist hinterher bei Übungen, dass der Weg relativ kurz ist. Achtet darauf, dass die Toms schön nah beieinander liegen und auch da wieder den gleichen Winkel haben. Nicht, dass ein Tom diese Neigung hat in eure Richtung und das andere Tom so. Sie sollten beide gleich eingestellt sein. Und das seht ihr, wenn ihr von der Seite drauf guckt, könnt ihr schauen, dass die Winkel der Toms identisch sind. Gehen wir nun über zu eurer Beckensammlung. Generell gehört eigentlich erstmal eine Hi-Hat dazu. Die besteht aus zwei Becken, ein Reitbecken und ein Crashbecken. Als nächstes gehen wir erstmal zum Reitbecken über. Das Reitbecken erkennt ihr daran, es sollte das größte sein, was ihr aus dem Paket ausgepackt habt oder aus der Tasche. Meistens sind Reitbecken 20, 21 oder 22 Zoll groß. Die Nummern stehen auch da drauf. Der größte Unterschied zu normalen Crashbecken, die ich euch gleich zeige, ist, dass die Kuppe, wo das Becken befestigt ist, etwas größer ist und lauter klingt. Wichtig bei der Einstellung ist genau dasselbe wie bei der Hi-Hat, dass der Fuß unten, dass die drei Beine relativ großzügig auseinander stehen, dass das Becken eine gewisse Standfestigkeit hat und nicht sofort umkippt, wenn ihr das erste Mal da drauf haut. Des Weiteren mit der Schraube oben auch dort
ein Filz unter dem Becken, ein Filz über dem Becken. Dann die Schraube. Nein, die Mutter. Das sollte ungefähr so fest sein, dass sich das Reitbecken, sagen wir mal, 2 cm bewegen lässt. Das könnt ihr natürlich auch wieder anpassen. Es gibt Einstellungen, dass das viel lockerer ist, weil viele Leute das auch als Effekt benutzen. Stellt es erstmal so ein, dass es immer einen schönen Ton gibt und nicht eine halbe Stunde nachklingt. So, zu guter Letzt habt ihr jetzt eigentlich die Basis stehen. Das ist das, was meistens immer im Einsatz ist. Es sollte komfortabel für euch eingestellt sein und wie gesagt, an der Stelle passt das Schlagzeug an euch an. Sind die Toms zu hoch, zu niedrig, stellt es um. Ganz wichtig, dass ihr eure Technik an der Stelle nicht verschlechtert, versaut. Achtet darauf, dass ihr überall akkurat drankommt. Genauso mit dem Reitbecken, dass es nicht zu weit weg ist, nicht zu weit oben ist. Da könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Ihr solltet nur irgendwann eure Einstellung finden. Kommen wir jetzt nun zum letzten Punkt, zu den Crashbecken. So, ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich da wieder was vorbereitet. Da ist genau dasselbe. So ein Beckenständer, die gibt es als Galgen. Das seht ihr an diesem Reitbecken. Die haben oben nochmal einen schrägen Ausleger, dass man das Becken einfach näher ranholen kann an sich und individuell einstellen. Und dann gibt es natürlich auch noch diese geraden Ständer. Die gehen einfach nur hoch und fertig, keine Galgen. Die könnt ihr mit den einzelnen Schrauben natürlich dann auch von der Höhe her einstellen, so wie ihr es gerade mögt. Natürlich sollten die Becken nicht so hoch hängen. Das sieht vielleicht super aus, aber ihr habt irgendwann weite Wege. Das braucht kein Mensch und das ist auch nicht gut für eure Technik. An der Stelle auch wieder die Ausleger unten, die 3 Füße, einfach schön weit auseinanderstellen, dass die Beckenständer feste stehen und auch nicht umfallen, wenn ihr da das erste Mal draufhaut. An der oberen Schraube seht ihr, dass da ein Winkel ist und da könnt ihr das Becken nochmal vom Winkel her verstellen. An der Stelle ist es jetzt sehr wichtig, dass ihr auch die Becken, genauso wie euer Stand-Tom, in einem leicht geneigten Winkel in eure Richtung aufbaut. An der Stelle auch wichtig, ein Filz unter dem Becken, ein Filz über dem Becken, dann die Mutter. Das kann auch ein bisschen lockerer sein. Das kann ich euch auch nur empfehlen. Macht die Schraube oder die Mutter nicht so feste, dass sich das Becken nicht mehr bewegen lässt. Das geht aufs Material. Das heißt, es wird teuer, weil die Becken dann irgendwann kaputt gehen. Macht sie also ein bisschen lockerer. In meinem Fall habe ich jetzt 2. Das sieht schöner aus. Man hat die Möglichkeiten, auch mal mit beiden Händen was zu schlagen. Die meisten Grundausstattungen haben erstmal nur 1. Und nach oben kann man natürlich unheimlich viele Becken aufhängen. Da gibt es auch unterschiedliche Effektbecken. Und wir reden aber jetzt erstmal über das Grundgerüst. Deswegen habe ich gesagt, immer den Fuß auf dem Pedal, weil dann kommt auch kein Hallton dazwischen, wenn man mit euch redet. So, ihr Lieben, an der Stelle haben wir jetzt erstmal anhand meines Beispiels einem schönen blauen Pearl Export Schlagzeug alles aufgebaut. Es handelt sich hier um ein ganz normales Standard 5-Piece Set. Das heißt 5 Teile, Bassdrum, Snare und 3 Toms plus Hardware plus Becken. Wie gesagt, Becken können variieren. Da werdet ihr im Laufe eures Schlagzeugerlebens auch noch einige dazu kaufen. Wichtig ist nur, achtet aufs Material, achtet auf eure Hände und je nachdem, wie alt ihr seid und ob ihr noch wachst, passt es einfach nach und nach ein bisschen an euch an. Das heißt, die wichtigsten Sachen sind eigentlich die Hockerhöhe, die Snarehöhe und dass ihr vielleicht die Toms mal irgendwann ein bisschen höher macht. Und versucht die Wege so kurz wie möglich zu halten. Spielt nicht so kurze Wege, dass alles schön, alles nah beieinander ist und für euch alles erreichbar ist. Das sollte erstmal alles sein. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach auf meine Seite und bombardiert mich mit E-Mails. Ich beantworte eure Fragen sehr gerne. Euer André.